Schönen guten Morgen, Freunde der Techs. Ja, ich habe mich dazu entschlossen, einen Tech zu machen. Ist schon lange her, dass ich so einmal gemacht habe. Ja, ich weiß. Und vor einiger Zeit bin ich von der lieben Lana getaggt worden zu einem Wald-Tech. Also jetzt nutze ich das Wort aber echt ein bisschen oft, ne? Naja, egal. Auf jeden Fall. Das hier ist nicht dieser Waldtech. Nein, den habe ich noch nicht gemacht, weil wir noch keinen Waldspaziergang gemacht haben. So. Der kommt aber noch. So, jetzt hatte ich aber bei der lieben Lana den New York Books Tech gesehen. Den Titel habe ich natürlich wieder vergessen, aber ist ja nicht schlimm. Ihr seht den unter dem Video. Ne? Also, da seht ihr, wie das Ganze hier heißt. So, und sie hat dann halt eben einfach alle getaggt, habe ich mich angesprochen gefühlt, ne, und gedacht, hey, die Fragen sind interessant, da machst du mal mit, ne? So, und genau, und darum wird es jetzt gehen in diesem Video, aber vorab gibt es noch zwei Informationen, und zwar zum einen, wie war das? Ist schon ein bisschen her, da kam das erste Mal so die Sprache darauf auf, könnte man sagen. Ja, könnte man so sagen. Also ihr wisst ja, ich bin die Meisterin des sich Kurzfassens und dementsprechend sind halt eben auch zum Beispiel meine WhatsApp-Nachrichten, WhatsApp, so, ich spreche es immer falsch aus, egal, WhatsApp-Nachrichten, natürlich sehr kurz und prägnant. Ja. So, und Lana und meiner einer, wir haben uns so unterhalten über verschiedene Dinge. Und dann sagte sie schon so, toll, jetzt habe ich meinen privaten Angela-Podcast. Und dachte ich so, ja, das höre ich nicht zum ersten Mal. Dann haben wir zusammen Total Verhext von Terry Pratchett gelesen. Und währenddessen kamen wir wieder so auf das Gespräch von wegen Podcast. Haben dann festgestellt, dass wir beide eigentlich total Bock darauf haben, einen Podcast mal auszuprobieren. Aber irgendwie es halt eben noch nicht gemacht haben. Ne? So, also ich habe da ja mal so ein kleines bisschen rumexperimentiert, aber das zählt sowas von überhaupt gar nicht. So, naja, hier auf YouTube, ne? So, naja, auf jeden Fall haben wir festgestellt, wir haben beide Bock drauf. Und da wir sowieso so viel uns dann halt eben austauschen über die Bücher und so weiter und so fort, dachten wir, wir könnten doch eigentlich zusammen einen Podcast mal ausprobieren. Und genau das werden wir tun. Also, am 28. November und am 29. werden die ersten Podcasts online gehen. Wobei am 28., das ist dann halt eben erstmal so eine Vorstellung, ne? Wer sind wir, was wollen wir, was wollen wir nicht oder so, ne? Gucken wir mal. Und am 29. November geht dann der reguläre erste Podcast online. Und und davon wollte ich euch schon mal erzählen. Wir sind die Geschichtendetektive, ja. Der eine oder andere hat es vielleicht gesehen, sowohl mein Instagram-Account heißt jetzt Geschichtendetektiv und auch seit einiger Zeit habe ich ja auf meinem YouTube-Kanal dieses Bild, wo dann Geschichtendetektiv draufsteht. So, wir haben uns dann halt eben so überlegt, wie könnten wir uns nennen. Und warum denn nicht? Wir machen jetzt halt eben eine Geschichtendetektiv-Dedektei auf. Dedektei? Auch schön. Dedektei auf. Hey, ne? Wir suchen interessante Geschichten in den verschiedensten Formen und präsentieren die euch. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Gucken wir mal. So, also wir sind noch in der Experimentierphase. Ne? So, haben halt gedacht, wir haben Bock drauf, das auszuprobieren. Und das machen wir jetzt. Wir probieren mal Podcasts aus. Und wenn ihr Bock habt, ne,
dann könnt ihr ja halt eben einfach mal reinhören und gucken und uns zuhören beim Ausprobieren. Macht das Sinn? Ich habe keine Ahnung. Das war jetzt, glaube ich, auch eine echt schlechte Werbung. Es tut mir leid, ne? Also da bin ich, ihr wisst ja, bin Werbehonk, was das angeht. Auf jeden Fall so viel dazu. Aber ich werde euch noch ein paar Mal darauf hinweisen, glaubt mir. So, das war die erste Info. Die zweite Info handelt sich, geht um, Moment, muss ich das erstmal noch nehmen. Und zwar hatte ich euch in meinem Monatsrückblick Macy Hitchens and the Case, nein, nicht End, Macy Hitchens The Case of the Phantom Cat vorgestellt. Und ich war ja mega begeistert davon, bin ich immer noch, ne? Mega begeistert davon. Und hatte euch ja erzählt, dass hinten in diesem Buch gibt es halt eben noch mal eine Besonderheit, und zwar die Activities. So, ne? Hier haben wir die Activities. Ja, jetzt gerade kommt Sonne raus. Was soll ich sagen? Die letzten Tage war immer grau und regnerisch, aber heute kommt halt auch mal die Sonne. So, genau. Und dann haben wir hier halt eben so ein Buchquiz und noch so ein paar andere schöne und spannende Dinge. Also so ein bisschen was zum Mitraten und was man so halt eben Zusatzinformationen und was man so als Detektiv braucht. Ne? So, und ich hatte euch dann ja auch, also ich hatte euch dann das Buch vorgestellt, auch diese Activities, und dass ich das super finde und auch gerade zum Englisch lernen einfach super geeignet für große und kleine Englischlerner. Und ja, ne? Und dann habe ich euch noch gesagt, dass die ersten beiden Teile erwähnt werden, denn das ist der dritte, und dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, mit dem ersten Teil anzufangen. So, ich habe mir die ersten beiden Teile besorgt, da sind sie. Und nee, so rum, das ist der erste Teil. So, und da möchte ich euch jetzt gerade auf was hinweisen. Und zwar bestehen die hier nur aus der Geschichte. Das heißt also, hinten bei den ersten beiden Teilen gibt es hinten nicht diese, kann ich euch ja jetzt nicht zeigen, also hinten, auf jeden Fall müsst ihr mir das jetzt glauben, hinten gibt es nicht diese Activities. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob folgend, da dann, ob vielleicht ab dem dritten Band diese Activities immer drin sind. Aber auf jeden Fall in den ersten, upsie, in den ersten beiden Teilen befinden die sich nicht. Ich habe die beiden Bücher noch nicht gelesen. Ich habe halt eben nur reingeschaut, ne? Und dann ist mir das aufgefallen. Und ja, und deswegen wollte ich euch das mitteilen, weil wer jetzt sagt, ach, nur eine Geschichte, nö, finde ich jetzt doof. Ich wollte eigentlich, gerade das hat mich angesprochen mit diesen Activities hinten drin. Ja, da wisst ihr dann jetzt Bescheid, ne? Die gibt es bei den ersten beiden Teilen noch nicht. So, ne? So, okay, und nun sind auch schon 8 Minuten rum. Wir fangen an mit dem Tag. Ja, ihr seht ja, ne? Aha, die Meisterin des sich Kurzfassens. Ja, ich habe mir die mal aufgeschrieben, ne? So, beginnen wir. Erste Frage: Welches Buch liegt auf deinem Nachttisch? Ja, also ich könnte jetzt meinen Nachttisch hier hinschleppen, weil natürlich, ihr wisst ja, ne, ich lese ja nicht nur immer ein Buch, sondern etliche. Und naja, kurze Rede, langer Sinn. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch einfach mal, was auf meinem Nachttisch liegt. Ne? Wir gehen da jetzt mal rüber. So, dann wollen wir doch mal gucken, was so auf meinem Nachttisch, ne, ist ja wirklich ein Tisch, rumliegt. Da liegt Agatha Christie, die Memoiren des Grafen. Es ist weder ein Hercule Poirot, noch ein Beresford, noch ein Miss Marple, also ein alleinstehender Roman. Und hier haben wir es mit eher mit einem Spionage, mit einer Spionagegeschichte zu tun. Darunter verbirgt sich ja immer noch Wolfgang Kohlbein, das Haus der bösen Träume. Ich hatte angefangen, immer 10 Seiten drin zu lesen. Ja.
Den Tipp habe ich ja dann wieder bekommen, ne? Dass ich dadurch weitermachen könnte. Und das hat auch funktioniert, aber bin ich erstmal wieder davon abgekommen, pausiert momentan. Ja, weil halt eben einfach andere Dinge so noch dazwischen gekommen sind. Manchmal ist das ja so. Das Buch besteht übrigens aus zwei Geschichten. Das heißt also, die erste, die habe ich so gut wie durch. Und dann geht es hier auf der anderen Seite weiter. Das sind die Damen des Bösen, viktorianische Geistergeschichten. Und ja, mehr über dieses Buch werdet ihr dann auch in dem ersten Podcast von der Lana und mir hören, ne? Ja, da gehe ich dann ein bisschen ausführlicher auf das Buch ein. Und es handelt sich um ein Kurzgeschichtenband, ja, wie schon draufsteht. Es geht um viktorianische Geistergeschichten. Und diese Geistergeschichten sind ausschließlich von Frauen geschrieben worden. Ne? Deswegen auch die Damen des Bösen. Und die sind teilweise richtig, ach, richtig schauerlich. Aber ich will da jetzt gar nicht viel drüber erzählen. Wie gesagt, ne? In dem Podcast kommt das Buch auch vor. So, dann noch ein Krimi, ja. Und zwar Agatha. So, und ich habe es immer falsch gesagt. Ich habe immer gesagt Agatha Risen und das ist falsch. Es heißt nämlich Agatha. Und jetzt, verdammt, seht ihr, das ist das Problem. Wenn man es sich einmal falsch gemerkt hat, ne? Risen, Risen. Agatha Raisin heißt das richtig. So, und wahrscheinlich ist meine Aussprache nicht nur wahrscheinlich, sondern meine Aussprache ist immer noch grottig, aber ja, Raisin. Raisin. So. Und der tote Ehemann. Ja, ist halt wieder sehr typisch Agatha. Und aber es gefällt mir sehr gut. Es gefällt mir sehr gut. Wir kriegen halt auch noch mal eine andere Facette von ihr in diesem Buch mit. Und ja, und das gef ja, wie soll ich das sagen? Nee, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Also auch das lese ich zurzeit. Und das habe ich noch nicht angefangen, aber das liegt hier schon bereit. Ja, meine neue Entdeckung habe ich halt, ich habe doch Kinderbücher gestöbert. Und dann ist mir das in die Hände gefallen. Naja, gut, okay, ich habe es freiwillig in die Hände genommen. Marvin, das Buch aus Feuer und Freundschaft. Und ja, ich hatte halt eben in der Buchhandlung mir so ein bisschen die Kinderbücher angeschaut. Eigentlich wollte ich etwas anderes haben, das gab es aber nicht. Und dann habe ich da hier in das so ein bisschen reingeblättert und zumindest das, was ich gelesen habe, da hat mich doch der Humor sehr angesprochen. Mal gucken, ne? Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht angefangen, weil ich gerade erst ein Kinderbuch halt beendet hatte. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, erst das eine beenden und dann darfst du mit dem nächsten anfangen. So, und dann haben wir da hinten einen Perry Rhodan. Ja. Das telekinetische Imperium. Und auch hier haben wir wieder eine Ausgabe geschrieben von Michael Marcus Turner. War keine Absicht. Also ich habe nicht nach dem Autor geguckt, sondern ja, mich hat halt eben einfach, also das Cover hat mich total angesprochen und dann auch halt das telekinetische Imperium. Das klang irgendwie sehr, sehr spannend, ja, und da bin ich auch schon ein bisschen eingestiegen. Und ich muss sagen, ja, diesmal taucht auch Perry Rhodan auf. Bei meinem ersten war er ja nur so eine Randerscheinung am Anfang, ne? Und dann sind wir ja jemanden anderen gefolgt. Aber hier, ja, hier treffe ich jetzt das erste Mal wohl so richtig auf Perry Rhodan. Und das finde ich toll. Ja, und dann haben wir hier hinten noch, oh Mann, jetzt hebe ich mir wahrscheinlich wieder ein Bruch. So. Ja, was soll ich sagen? Ne? Da ist ja auch viel drin, viel Wissen drin. Dann muss es auch ein bisschen schwerer sein. Hier haben wir vier Bücher in einem.
Und zwar die Wissenschaften der Scheibenwelt. Waren es vier? Ja, ich meine, es sind vier oder sind es drei? Oh, Leute, ich gucke mal gerade. Hier drin sind enthalten die Gelehrten der Scheibenwelt, die Philosophen der Rundwelt, Darwin und die Götter der Scheibenwelt und das jüngste Gericht. Also vier Bücher in einem, deswegen ist das auch so sehr dick und schwer. Und ja, wie ihr sehen könnt, ich habe schon angefangen und bin extremst begeistert davon. Aber aufgrund der Dicke und da es sich doch eher um ein Sachbuch handelt, wird das halt nicht am Stück gelesen, sondern immer mal wieder. Und das ist jetzt auch kein richtiges Nachttischbuch, denn das Buch ist eher ein Wanderbuch. Also das liegt dann halt eben auch öfter mal auf meinem Schreibtisch oder ja, im Wohnzimmer oder halt wie jetzt auf dem Nachttisch. Ne? Aber das ist so ein Wanderbuch eigentlich. Aber da es momentan hier liegt, ne, dann dachte ich mir, stelle ich das auch direkt mit vor. So, und nun gehen wir über zur nächsten Frage. Zweite Frage lautet, was war das letzte wirklich großartige Buch, das du gelesen hast? Nun, die Frage hat mich direkt ins Schwimmen gebracht, weil ich dachte, welches nehme ich denn? Ja, da waren so viele großartige Bücher. Oh Mann, ja. Und dann habe ich mich auf die Frage konzentriert und da steht ja das letzte. Ne? So, also habe ich ganz einfach bei Goodreads geschaut und habe das Buch genommen, was ich als letztes mit 5 Sternen bewertet habe. Und auch das Kinderbuch, was ich erst beenden wollte. Genau, also gerade ne, Nachttisch habe ich euch ja gesagt, ich wollte erst ein Kinderbuch beenden und dann ein anderes anfangen. Und das, was ich beendet habe und was ich mit 5 Sternen bewertet habe und was ich wirklich großartig finde, ist die magischen 6. Ja, das war ein ganz großartiges Kinderbuch und ich ärgere mich? Nein, ich ärgere mich nicht. Nein, dieses Buch hat mir mal wieder gezeigt, wie vorurteilsbeladen ich bin. Ja, schlimm. Mann, habe ich mich über mich selbst echt geärgert. So, warum? Weil ich habe das Buch schon Anfang des Jahres gesehen. So. Und das hat mich auf den ersten Blick voll angesprochen. Ne? Also, oh, da geht es irgendwie um Magie, ne? Und ein Zauberladen. Also das Buch heißt Die magischen 6, Mr. Vernons Zauberladen. Und auch so, das Cover hat mich angesprochen und hinten, was da so drauf stand, hat mich angesprochen und überhaupt. Also das Buch schrie so, lies mich. Und ich dachte, ja. Und dann. Warum habe ich es nicht mitgenommen? Ganz einfach, da kamen jetzt meine Vorurteile, weil es geschrieben wurde von Neil Patrick Harris. So, Neil Patrick Harris, ihr seht das vielleicht da unten. Da, ne? So, nein, ich habe nicht persönlich was gegen den Mann. Um Gottes Willen, nein, nein, darum geht es nicht. Ich finde ihn sogar extrem sympathisch. Aber, wie soll ich das jetzt sagen? Also ich habe halt schon die Erfahrung gemacht, dass so Bücher von berühmten Persönlichkeiten, die aus einem anderen Bereich kommen, also zum Beispiel Schauspieler sind, dass dann halt eben der Inhalt des Buchs jetzt vielleicht nicht ganz so toll ist, es aber halt eben mega gehypt wird, weil es halt eben die Person ist. Ihr wisst, was ich meine? Ich hoffe es. Ja, und ich gebe es zu. Mea culpa. Mea maxima culpa. Ich habe da verdammt nochmal Vorurteile. Ja, also dieser blöde Sticker, wäre der nicht auf dem Buch gewesen, hätte ich das Buch schon Anfang des Jahres mitgenommen. Ja, warum? Weil ich kann mir ja keine Namen merken. Ne? So, also hätte ich dann gelesen, aha, Autor Neil Patrick Harris. Okay, so.
Und dann ist da aber dieser Sticker drauf und ich denke mir, ja klar, ne, Neil Patrick Harris, den Namen kennst du doch, er ist das. Und ja, diese Werbung von wegen vom How I Met Your Mother Star, ne, hat mich halt abgeschreckt. Das war so, ne, das ist genau dasselbe wie, wenn auf einem Kinderbuch sowas draufsteht wie der nächste Harry Potter, ne? Oder wer Harry Potter mochte, wird dieses Buch li lieben. Lasse ich auch liegen. Ja, sage ich mir, ja, Leute, nee, kommt. Furchtbar. So ist das. Jetzt habe ich sehr viel über meine Vorurteile geredet und nichts über das Buch erzählt, aber das kommt dann ja noch mal ausführlich im Monatsrückblick vor. Und es war halt wirklich einfach großartig. Es ist eine ganz süße Geschichte. Es geht um diese magischen Sechs, die wir ja auch hier oben sehen. Und es geht so ein bisschen, es geht halt eben wirklich um magische Tricks, also um Zauberei, ne? Um Bühnenzauber. Aber es wird immer so ein bisschen die Frage mit eingeworfen, war das nicht vielleicht doch Magie? Und zwar nicht Trickmagie, sondern halt eben einfach Magie. Und das finde ich so schön. Und was mir natürlich auch total gut gefallen hat, in diesem Buch versteckt sich nicht nur eine ganz großartige Geschichte mit sehr liebenswerten Charakteren, sondern es gibt da drin auch immer Zaubertrickerklärungen. Das ist so cool. Ja, man lernt so den einen oder anderen Zaubertrick. Ganz großartig. Und ich muss sagen, wie gesagt, nochmal, es tut mir leid, meine verdammten Vorurteile. Neil Patrick Harris ist ein toller Autor. Der hat echt Talent. Das ist wunderbar geschrieben. Ein ganz großer Autor. So, ja, machen wir mal weiter. Mit den Peinlichkeiten. Ich glaube, das wird hier echt ein bisschen eine peinliche Nummer. So, welchen Schriftsteller würdest du gern treffen, tot oder lebendig? Und was würdest du ihn fragen? Sie. Also, welchen Schriftsteller, welche Schriftstellerin würdest du gerne treffen und was würdest du sie oder ihn fragen? Und da habe ich natürlich drüber nachgedacht. Und auch da, verdammt, war ich schon wieder am Schwimmen. Im Endeffekt habe ich mich dann entschieden für Sir Arthur Conan Doyle. Ja. War jetzt aber sehr. Seht ihr das? Nee, ich glaube doch, ja. Also ich habe mich entschieden für Sir Arthur Conan Doyle. Warum? Weil ich Sherlock Holmes großartig finde. Ja, aber wenn ich direkt mit einer Frage über Sherlock Holmes einsteige, dann beendet der sofort das Gespräch. Nein, die Sache ist die. Ich versuche seit Jahren eine Biografie über Sir Arthur Conan Doyle zu bekommen und kriege sie einfach nicht. Und ich würde ihn gerne fragen, wie er dazu gekommen ist, sich für den Spiritismus zu interessieren und welche Erkenntnisse er darüber erlangt hat. Weil ich das total spannend finde. Ich meine, Sir Arthur Conan Doyle war Mediziner, ein Mann der Wissenschaft. Und dann, natürlich gibt es bestimmte Ereignisse in seinem Leben, wo es Sinn macht, dass er dann zum Spiritismus gekommen ist. Aber er hat den Spiritismus ja auch wirklich verteidigt. Und das finde ich halt eben eine ganz, ganz spannende Sache. Und ja, das würde ich ihn gerne fragen. Und zwar halt eben, weil, wie gesagt, also ich habe da gibt es so eine Biografie, die ist aber, ich kriege die nicht. Jedes Mal, ich bin irgendwie immer zu langsam, dann ist die schon wieder weg. Und die ist auf Englisch. Ich habe ein bisschen Schiss, dass mein Englisch dafür dann doch vielleicht nicht reicht. Also, ne, für dann so eine Biografie, die vielleicht dann auch noch in ein bisschen älterem Englisch geschrieben ist, ich weiß es nicht. Aber egal, da es nur die gibt, beziehungsweise ich nur die entdeckt habe, wenn sie wieder da ist, werde ich zugreifen. So, genau. Machen wir weiter. Nächste Frage. Bei welchen Büchern wäre man überrascht, sie bei dir zu finden?
Ja, und auch das war jetzt eine echt schwierige Frage. Ja, ich weiß, ne? Also ich fand die Fragen, als ich sie gehört habe und als ich gesehen habe, also als ich das Video von Alana geschaut habe, ne, dachte ich so, boah, die Fragen sind interessant und die hat die so gut beantwortet, ne? Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, das im Tag zu machen. Und dann habe ich halt eben die Bücher zusammengesammelt und festgestellt, verdammt, das ist aber nicht so einfach. Naja, warum ist das nicht so einfach? Weil ich glaube, man wäre gar nicht groß überrascht, wenn man so durch meine Bücherregale guckt. Denn ich lese ja sehr querbeet ein, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kommt es wahrscheinlich so ein bisschen rüber, als wenn ich hauptsächlich Krimis und Kinderbücher lese. Dann auch ein bisschen mit Horror gemischt, ne, und Fantasy und Sachbücher. Also eigentlich doch, ne? Eigentlich, ich lese halt sehr gemischt. So, und deswegen glaube ich, wäre man jetzt nicht überrascht. Aber ich habe mich dann doch entschieden für zwei Bücher, wo ich jetzt denke, okay, auf der einen Seite werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht überrascht sein, aber vielleicht der ein oder andere doch, der mich so eher als Krimi- und Kinderbuchtante einstuft. So, und da haben wir zum einen Nerd Stuff, und zwar Star Wars. Ja, wie geil ist das, oder? Alle Sammlerstücke zur Trilogie. Und das ist halt eben ein Buch, ein großes Buch. Und darin geht es halt eben hauptsächlich um die Merchandise-Produkte. Also wie man hier zum Beispiel sehen kann. Nein, warte. Ich zeige euch das mal. Ja, genau, hier. So, also zum Beispiel um diese Puppe. So, um diese Puppen. Andere Seite. Und auch um die ganzen Raumschiffe und so weiter und so fort. Also, wir haben da sehr der Todesstern zum Beispiel. Ne? Also, wir haben hauptsächlich. Hauptsächlich nimmt das Buch Bezug halt eben auf diese Merchandise, aber natürlich verknüpft mit den Filmen, also was dahinter steckt. Ne? Wir kriegen halt, ja, und dann gibt es auch so das eine oder andere Bild von einer Filmszene, zum Beispiel mit Yoda und Luke zusammen. Ja, Nerd Stuff von Star Wars gesehen und ging nicht anders. Und das nächste, das sieht jetzt ein bisschen scheckig aus, das liegt aber daran, dass es wirklich schon ein bisschen alt ist und irgendwie merkwürdige Sonneneinstrahlung bekommen hat. Ach, fragt mich nicht. Und zwar handelt es sich um, ich zeige euch mal hinten, ne, das ist in so einem. So, es geht um Love Letters. Ja, doch, ich glaube, man kann es lesen. Love Letters. Dokumente der Leidenschaft. Das ist halt so eine Schmuckausgabe, wo man auch in, ich zeige euch das mal, ist ein bisschen kompliziert hier, wo man auch in so Liebesbriefe hineinlesen kann. Ja, so. Also. Rein theoretisch kann man hineinlesen, wenn man sie entziffern könnte. Ja, und in diesem Buch geht es halt um Liebesbriefe von Persönlichkeiten, berühmten Persönlichkeiten, nicht so berühmten Persönlichkeiten. Und ich finde das Buch halt einfach so schön. Und ja, aber nicht nur, ach so, genau. Warum könnte man jetzt erstaunt sein, dass ich das Buch im Regal habe? Weil ich ja gerne von mir selbst behaupte, ich bin nicht romantisch, ne? Und ich habe es ja auch nicht so mit Liebesromanen. Ja, das Licht ist jetzt gerade super. Und ich habe es ja halt eben auch nicht so mit Liebesromanen. Aber mein Herz schlägt definitiv für Liebesbriefe. Liebesbriefe, ich finde Liebesbriefe toll. Und das ist zum Beispiel auch eine Form der Romantik, die ich verstehe und die ich halt eben sehr schön finde. Ja, so. Aber trotzdem, wie gesagt, ne, dadurch, dass ich halt immer sage, ich bin nicht romantisch,
Und ich stehe auch nicht auf Liebesromane und so weiter. Könnte man vielleicht überrascht sein, dass ich das ein oder andere Buch über Romantik und so im Regal habe? Vielleicht, vielleicht auch nicht. So, na, das basteln wir später zusammen. Machen wir mal weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, wie ist deine persönliche Bibliothek sortiert? Also ich mache es mal kurz nach Genre. Nach Genre und nach Sinn. Also, aber nur Sinn, den die Bücher und ich verstehe. Ja, also für die Bücher und für mich macht das Sinn, aber ich glaube jetzt nicht unbedingt für den Rest der Welt. Ja. Die Sache ist halt eben die, die Bücher müssen sich wohlfühlen, ne? Die müssen sich auch nebeneinander wohlfühlen und so weiter und deswegen. Ja, aber hauptsächlich halt nach Genre. So, nächste Frage. Enttäuscht? Nein, oh, entschuldige. Entschuldige bitte, ich habe eine Frage übersprungen. Welches Buch wolltest du schon immer lesen, bist aber noch nicht dazu gekommen? Oder wofür schämst du dich, es noch nicht gelesen zu haben? Also, ich schäme mich nicht. Also, es gibt Dinge, für die ich mich schäme, aber ich schäme mich nicht für die Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. So. Ein Buch braucht ja auch immer seine Zeit, ne? Also, so ein Buch muss zur richtigen Zeit gelesen werden. Und ja, und das dauert dann halt eben manchmal. Deswegen finde ich das überhaupt nicht schlimm. Wie gesagt, es gibt Dinge, für die ich mich schäme, aber nicht für meine Bücher oder für meine ungelesenen Bücher. So, aber was ich wirklich schon lange eigentlich lesen wollte, weil ich stehe auf Dan Brown, es aber noch nicht getan habe, ja, ich weiß, in der Frage stand schon immer, das ist jetzt nicht so ganz passend, aber seit es das Buch gibt auf dem Markt, wollte ich das Buch eigentlich lesen. Warum habe ich es noch nicht getan? Weil ich halt ja so Rezensionsvideos geguckt habe und da dann gesagt wird, das Ende sei so ein bisschen schwierig. So. Und ich stehe halt eben auf die Dan Brown Bücher. Also auf die Robert Langdon. Genau, ich musste erstmal nach dem Namen gucken. Ich stehe auf die Robert Langdon-Reihe und ich habe halt eben einfach Schiss, dass das Ende mir das Buch versaut oder möglicherweise sogar die Reihe. Deswegen habe ich mich dann, also auf der einen Seite möchte ich es gerne lesen, ne? Schon lange. Und auf der anderen Seite habe ich mich einfach noch nicht dran getraut. Es geht um Inferno. Ja, ich weiß. Ich hinke ein bisschen zurück. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ne? So. Ja. Während ich das jetzt so in der Hand habe, würde ich am liebsten anfangen zu lesen. Also es ist nicht so, dass. Ich weiß doch auch nicht. Ja, auf jeden Fall Inferno. Machen wir mal weiter. Jetzt kommt. Enttäuscht, überbewertet oder einfach nicht gut. Welches Buch hätte dir gefallen sollen, hat es aber nicht? Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen? So, ja, also, ich finde es überbewertet. Und es hätte mir eigentlich habe ich gehofft, und ich wollte auch echt, dass es mir gefällt. Ja, ich wollte unbedingt, dass es mir gefällt. Ich habe auch gedacht, vielleicht gefällt es mir. War aber nicht so. Ich habe es aber nicht abgebrochen. Die Sache ist die, hätten wir das Buch nicht in der Lesegruppe gelesen, hätte ich es abgebrochen. Aber so habe ich es dann halt eben doch durchgezogen, aber ansonsten hätte ich es abgebrochen. Ich rede von unsterblich. Ja, schon alleine wegen dem Cover.
Ja, Marlene Dietrich, es erinnert so ein bisschen an die ersten Science-Fiction-Schwarz-Weiß-Stummfilme. Hätte mir eigentlich, alleine vom Cover her, habe ich gedacht, ah, vielleicht gefällt es mir ja doch. Es sollte so für mich mein Einstieg sein in die Science-Fiction. Ja, nur war da ein bisschen wenig Science drin. Und Fiction auch. Es war nicht gut. Es war echt nicht gut. Ja. Macht mich immer noch ein bisschen traurig, weil ich finde halt eben die Idee schön, und das Cover toll. Und es kommt Marlene Dietrich drin vor, die aber eigentlich, nee, sage ich jetzt nicht. Genau. Soll ich euch jetzt noch sagen, worum es geht in dem Buch? Nee, komm. Ja, es ist, ja, komm, ich erzähle euch kurz, um was es geht. Es geht um eine, also es spielt in der Zukunft. Und in der Zukunft ist es halt eben möglich, die Toten auferstehen zu lassen als Hologramme. So. Und die Menschen haben einen Chip im Kopf. Und durch diesen Chip können sie halt eben haben sie die Möglichkeit, eine virtuelle Realität zu sehen. Also sie bewegen sich in der Realität, können aber halt eben diese virtuelle Realität sehen und dadurch dann die Hologramme von Verstorbenen. Das geht sowohl für Privatpersonen wie halt eben auch für Berühmtheiten, zum Beispiel Marlene Dietrich. Und Marlene Dietrich verschwindet aber auf einmal, was eigentlich nicht möglich ist. Also der Konzern, der halt eben diese Chips herausgebracht hat und der halt eben für diese ganze virtuelle Realität und so weiter verantwortlich ist, der hat Marlene Dietrich plötzlich nicht mehr auf dem Schirm. Und ein Mitarbeiter wird dann halt eben losgeschickt zu schauen, wo ist Marlene Dietrich geblieben. Und ja, und dann begleiten wir diese Person dabei, wie sie nach Marlene Dietrich sucht. Und oder vielleicht möglicherweise auch nicht. Genau. Ja, es klang super. Es ist halt eben einfach, es sind unglaublich viele Logikfehler drin. Es ist viel zu wenig Science Fiction. Die Ideen sind im Ansatz wirklich gut, aber das Potenzial wurde kein bisschen ausgeschöpft. Es ist einfach, ich habe mich halt so richtig auf so Science-Fiction-Nerd-Stuff gefreut. Ich sehe euch jetzt ein bisschen schlecht. Ich rutsche mal gerade hier rüber. So, habe ich mich halt eben so wirklich drauf gefreut. Und das war es nicht. Es war dann halt eben eher so ein, ein Thriller? Nee, auch nicht. So ein bisschen Verfolgungsjagd, egal. Auf jeden Fall, ja, habe ich in einem Monatsrückblick ausführlich drüber geredet. Gehen wir weiter. Kommen wir zur nächsten Frage. Zu welchem Genre fühlst du dich hingezogen? Von welchem hältst du dich fern? Ja, also hingezogen fühle ich mich zu Krimis. Hier. Krimis, alles Krimis, sind haben ja auch noch jede Menge Krimis. Vor allen Dingen, also ja, zu Krimis fühle ich mich hingezogen, zu Kinderbüchern, die seht ihr jetzt nicht, die sind da ganz oben. Zu Horror und ja, und zu Fantasy fühle ich mich auch hingezogen. Und ja, neuerdings fühle ich mich auch sehr hingezogen zu Science Fiction. Ich finde es toll. Ja, also als Film und so, sowieso Film und Serie schon immer. Ne? Aber hatte ich ja auch mal drüber geredet, keine Ahnung warum. Ich habe es nicht gelesen. Und jetzt entdecke ich das gerade für mich und oh, es ist toll. Ich brauche mehr Science Fiction Bücher. Definitiv. Genau, aber so eigentlich fühle ich mich zu vielen Genres hingezogen. Schlimm. Auch zu
Wir bleiben bei Belletristik, sonst artet es ein bisschen aus. Aber momentan halt eben wirklich sehr stark auch zu Kinderbüchern. Ja, momentan bin ich, glaube ich, in so einer Kinderbuch-Horror-Science-Fiction-Phase. Klingt ein bisschen komisch, ich weiß. Egal, machen wir weiter. Da habe ich doch glatt vergessen, den zweiten Teil der Frage zu beantworten, und zwar: Von welchem Genre hältst du dich fern? Und ja, also von so New Adult, Young Adult, das ist so nicht meine Baustelle. Also diese Bücher, auf denen wir dann halt eben so Prinzessinnen sehen, die so irgendwo hinlaufen, ne? Weil meistens sieht man die irgendwie immer nur von hinten. Das ist nicht meine Baustelle. Und ja, diese Kombination aus grauem Mäuschen, ne? Was aber trotzdem gleichzeitig mega beliebt ist und jeder steht drauf und so. Und dann gibt es dann noch den Bad Boy und noch einen anderen Knilch. Und da muss sie sich entscheiden zwischen den beiden. Und ja, für wen entscheidet sie sich? Natürlich für den Typen, der sie auch noch scheiße behandelt, weil der ist ja aber im Grunde seines Herzens doch total lieb und nett und überhaupt. Da halte ich mich fern von, ja, weil ich genau weiß, dass, also wenn ich Bock darauf hätte, Bücher zu zerreißen, ne? Also wenn ich darauf Bock hätte, halt eben schlechte Rezensionen zu vergeben und so weiter und so fort, dann würde ich diese Bücher lesen, weil ich genau weiß, dass mich das tierisch aufregen würde. Und ja, halt eben einfach tierisch aufregen würde. Und nicht nur, weil nicht so sehr, weil das jetzt was ist, was mir nicht gefällt, darum geht es gar nicht, sondern es geht halt eben darum, dass ich finde, was da so rübergebracht wird, was da so vermittelt wird, das sehe ich halt eben ein wenig heikel, ne, so. Und das wären dann halt eben einfach Punkte, die mich wirklich dann auch aufregen würden. Und warum soll ich sowas dann lesen? Also, ne, ich lese, ich möchte eine gute Lesezeit haben. Ich lese, um zu entspannen, um etwas zu lernen, um Spaß zu haben, ne? Um Leidenschaften zu entdecken und so weiter und so fort. Also greife ich dann nicht zu Büchern, die mich, wo ich im Vorhinein schon weiß, okay, die würden mich aufregen. Deswegen halte ich mich fern von diesem Genre. Neunte Frage. Wenn du die nächste Lektüre des Präsidenten oder der Kanzlerin aussuchen dürftest, welches Buch wäre es? Ja, ganz spontan fiel mir bei der Frage ein, also wirklich direkt, und zwar Ein gutes Omen von Terry Pratchett. Ich werde es hier einblenden, und zwar die Hörbuchversion. Warum? Weil die sind ja total busy, ne? Also sowohl der Präsident wie auch die Kanzlerin, die sind ja mega busy. Und dann dachte ich mir so, Hörbuch ist da doch praktisch, ne? Wenn die auf Reisen sind, so unterwegs und so zwischen Tür und Angel. Oder wenn sie mal wieder irgendwelchen Leuten lauschen müssen, denen sie nicht lauschen wollen, ne? Dann können sie einfach so heimlich Hörbuch hören. Und da empfehle ich dann einfach mal Ein gutes Omen. Warum? Weil sie dort drin jede Menge Dinge finden können und finden werden, von denen sie etwas lernen können. Zum Beispiel, wie man sich in einer Gruppe verhält und wie man auch mit Gegnern umgehen sollte. Und ja, und dann lernen sie auch noch ein bisschen was über die Umwelt, Umweltkatastrophen, Umweltverschmutzung und so weiter und so fort. Hinzu kommt noch ein grandioser Humor, ja, und Humor wissen wir ja, ne, der macht auch das Herz so ein bisschen offen. Und jetzt piept verdammt nochmal die Heizung. Ich muss mal kurz Pause machen. Ja, okay, das war kein Piepen, das war ein Pfeifen, aber es nervt auf jeden Fall.
Ja, die Sonne scheint, aber es ist trotzdem frisch. Genau, so, deswegen ein gutes Omen. Ja, ich habe da, ich habe die Hoffnung oder ich hätte die Hoffnung mit dieser Buchempfehlung, dass Ihnen vielleicht doch das ein oder andere Licht aufgeht. Ne? Also, wenn das einer schafft, dann Terry Pratchett und vor allen Dingen R.C. Raphael und Crowley und Adam. Ist Adam nicht toll? Ich schweife ab. Kommen wir zur letzten Frage. Frage 10. Was willst du als nächstes lesen? Ja, auch wieder so eine Frage, ne? So, ich habe da mal ein bisschen was zusammengesucht. Ihr wisst ja, ne, ich kann mich total gut immer entscheiden. Aber auf jeden Fall, wenn ich die Damen des Bösen beendet habe, dann möchte ich so richtig, ich habe ja schon reingelesen, das hatte ich euch ja auch in dem einen Video gezeigt oder vorgestellt. Ich habe reingelesen, aber jetzt möchte ich dann auch wirklich weiterlesen. Und zwar möchte ich mit Dracula kehrt zurück weitermachen und so richtig halt eben in die Geschichte einsteigen. Wenn ich die Damen des Bösen beendet habe, dann, ich weiß, vielleicht sollte ich erst noch Wolfgang Kohlbein vorher beenden. Gucken wir mal, gucken wir mal. Genau, habe ich nämlich total Bock drauf und das wird dann der nächste Gruselband. Ja, und ach ja, und dann den ersten Teil von der Maisie Hitchens Reihe möchte ich anfangen. Ja, ich weiß, dann lese ich wahrscheinlich zwei Kinderbücher parallel, möglicherweise drei, aber hey, kann auch schon mal passieren, ne? Ich bin noch unentschlossen, ob ich mit dem direkt weitermache, was auf meinem Nachttisch liegt, oder ob ich möglicherweise mit dem hier weitermache, das nämlich auch neu bei mir eingezogen ist. Und nein, ich habe es, das Buch gibt es nämlich nur noch gebraucht. Ich habe es bei Medimops erstanden. Es ist nicht mein persönliches Leseexemplar. Also ich habe das nicht vom Verlag bekommen. Ich habe es bei Medimops gekauft. Und es handelt sich um Der Fluch der schwarzen Katze. Sehr cool, oder? Genau. Aber damit werde ich auf jeden Fall starten und dann lese ich möglicherweise zwei Kinderbücher parallel. Oder drei. Ach, ich weiß es doch auch nicht. So, genau. Und das war's. Das waren die 10 Fragen und ich hab's geschafft. Unter einer Stunde. Hey, das doch mal, oder? Also vor allen Dingen für mich ist das doch super. Ich würde mal sagen, wer Bock hat, den Tag zu machen, der macht den einfach, ne? Also fühlt euch auch alle getaggt und ja, und dann hört doch in unseren Podcast rein, aber ich mache euch da nochmal drüber aufmerksam, drauf aufmerksam. Ich höre jetzt auf, ich brauche einen Kaffee. So, ich wünsche euch eine ganz, ganz wundervolle Woche mit wundervollen Büchern, die vielleicht dann auch mal überraschend sind, ne? So. Bisschen überraschend. So. Und dann hören und sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.